Hallo, heute möchte ich euch etwas zeigen, womit ich mich selber drücke. Da ich kann mich selber nicht mit meinem Daumen drücken, weil ich kann hier nicht Druck geben und hier am Hals zum Beispiel entspannen. Das kann ich nicht. Somit brauche ich ein Hilfsmittel. Dieses Ding hilft mir dabei, einen Punkt bei mir selber drücken zu können. Das ist mit diesem Punkt hier, kann ich mich selber drücken am Nacken. Das heißt, ich habe ja auch öfters mal Verspannungen, kommt halt mal vor, man hat mal schlecht geschlafen auf der falschen Seite oder es ist mal kalt oder man hat mal viel gearbeitet. Ja, dann habe ich auch selber Verspannungen, ist ja klar. Okay, also ich zeige euch, wie ich mit diesem einen Punkt, diese kann ich nicht verwenden, diesen einen Punkt nehme, um mich selber hier am Nacken freizudrücken. Viel Spaß. So, was braucht ihr dafür? Ihr braucht eine rutschfeste Unterlage, vielleicht eine Yogamatte oder eine Turnmatte, diesen Stab und ihr stellt den Stab auf diese zwei Punkte auf und benutzt den höheren Punkt für die linke Seite. Ich werde euch das jetzt mal demonstrieren. Ihr sucht den Punkt, den hier, und legt euren Kopf direkt hier unter die Schädelplatte, sodass es schön weh tut. Versucht hier dieses Ding hier gerade zu lassen, nicht schräg, das könnt ihr euch wegrutschen. Also schön gerade, schön auf den Punkt, wo es richtig weh tut. Alles strecken von euch, gemütlich da liegen und einfach nur den Druck ausharren. Mit den zwei Händen hier fixieren und schön tief ein- und ausatmen. Es kann so ein, zwei Minuten dauern, bis sich's löst. Wichtig auch hier wieder durch den Bauch schön tief und ein- und ausatmen. Jetzt löst sich's langsam, ich spüre das. Vielleicht seht ihr das auch, wie die Kugel in meinen Hals oder in meinen Nacken sich reinbohrt. Jetzt löst sich der Muskel. So lange drücken, bis ihr gar nichts mehr spürt vom Druck her. Also der Druck schon, klar, aber keine Schmerzen. Oder sagen wir mal, so ein bisschen Schmerz. Weil ihr bestimmt mit eurem Druck, wie stark, dass ihr den Schmerz von der
von der Belastung aufnimmt oder nicht. Es spielt keine Rolle, ob ihr große Schmerzen aushaltet beim Drücken oder weniger große. Es geht darum, dass sich der Muskel löst. Entweder geht es ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer, Tagesform, wie ihr atmet, wie ihr entspannt seid. Ja. Auf jeden Fall danach seid ihr einfach nur entspannt. Und wer Schmerzen gehabt hat, Kopfschmerzen, ein bisschen Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, kann durch diesen einen Punkt schon wesentlich besser sein. Es dauert ein bisschen länger, als wenn ich mit dem Daumen drücke. Wenn ich mit dem Daumen drücke, dauert es wirklich 1 bis 2 Minuten. Mit so einem Hilfsmittel kann es schon mal ein bisschen länger gehen, je nachdem. Müsst ihr ausprobieren. Bei mir dauert es manchmal ein bisschen länger. Und wenn ihr gar keinen Druckschmerz mehr spürt, könnt ihr ganz langsam abheben, weglegen. Ihr seht vielleicht einen roten Punkt, wird aber nie blau. Bis jetzt habe ich noch niemanden gehabt, der einen blauen Punkt hat durchs Drücken. Ja, und ein bisschen entspannen. Wenn ihr euch jetzt aufrichtet oder aufsteht oder was auch immer ihr machen möchtet nach dem einen Punkt, alles ein bisschen langsam und gemütlich. Natürlich auch hier wieder könnt ihr ein bisschen euch frei bewegen. So, das war's. Mit diesem Ding hier. Hier direkt unter die Schädelplatte, nicht in die Mitte. Gerade seitlich versetzt, den Punkt suchen, wo es weh tut, da tut es weh. Okay, mit der Hand und mit der Hand das S fixieren und langsam den Kopf einfach nur drauflegen. Ja, heute tut es ein bisschen mehr weh. Schön ein- und ausatmen. Ihr könnt den Kopf komplett auf den Punkt drauflegen oder ein bisschen abheben. Ihr werdet merken, nach einer halben Minute, Minute lässt schon der Druck eher nach. Auch hier, wer mit Hilfsmitteln arbeitet, dauert meistens der Druckpunkt etwas länger, als wenn ich mit dem Daumen drücke. Oder wenn ihr ganz entspannt seid, geht es natürlich auch schneller. Aber macht euch keinen Stress, es geht nicht auf die Sekunde genau.
Es geht darum, dass ihr was für euch tut. Und in diesem Fall natürlich, dass ihr danach so gut wie 60-70% schmerzfreier seid. Bei nur diesem einen Punkt. Ich kann leider sonst mit diesem Hilfsmittel mir keine anderen Punkte richtig drücken. Triggerpunkte kann ich mir massieren, ja, aber die sind nicht so intensiv, wenn ich sie massiere, als wenn ich meine Pressuranwendung mache. Am besten macht ihr natürlich auch dabei die Augen zu. Jetzt lässt langsam nach. Vielleicht kann man das sehen, wie die Kugel sich mehr in meinen Hals reinbohrt. Kann man erkennen, wie der Muskel von Spannung nachlässt. Auch gehe ich leicht mit dem Kopf mit. So, jetzt spüre ich nur noch ganz wenig, so ein kleiner Druckpunkt. Wenn ich nur noch das spüre, ist mein Drücken sozusagen beendet. Auch hier, wenn ich aus dem Drücken rausgehe, wie ich es auch bei meinen Patienten mache, mit dem Daumen langsam rausgehen. Und kurz entspannen. Und auch wieder langsam aufstehen, damit der Muskel nicht gleich wieder richtig fest angespannt wird. Ja, fühlt sich gut an. Kann natürlich auch mal sein, dass es bei dem einen oder anderen knackt. Nun ja, dann ist irgendwas wieder eingerenkt worden von euch selber, weil der eine Muskel nachlässt und wieder die normale Spannung im Körper rechts, links, vorne, hinten, wie auch immer, in der Normalposition ist. Super! Das war's.